Ja, hallo, in dem Video will ich euch zeigen, wie man Obstfliegen, Fruchtfliegen oder auch Gärmückchen genannt in der Küche bekämpfen kann. Die Obstfliegen, die entstehen normalerweise bei so einer Temperatur über 20 Grad in der wärmeren Jahreszeit. Und um zu entstehen, brauchen sie halt eine Fäulnis jeglicher Art. Normalerweise kommen sie aus Komposteimern, Müll, Obstschalen oder auch von Bioabfällen. Wenn man jetzt die Obstfliegen wieder loswerden will, sollte man natürlich erstmal die Komposteimer oder Mülleimer entsorgen oder auch mit einem Deckel versehen, falls noch keiner drauf ist, das faulige Obst aus der Obstschale entfernen. Ist ein starker Befall da erstmal Fenster auf. Man kann auch die größeren Schwärme erstmal mit einem Staubsauger absaugen. Und wenn dann der Gro weg ist, dann kann man auch noch eine Obstfliegenfalle selber bauen. Die Obstfliegenfalle ist ganz einfach. Erst füllt man in ein Schälchen einen Schluck Apfelsaft ein, dann kommt Essig dazu, das erzeugt so diesen Gärgeruch, den die Mückchen so gerne mögen, und am Schluss packt man noch einen Tropfen Spüli dazu. Das Ganze wird umgerührt, das Spüli ist dann dazu da, dass man die Oberflächenspannung vom Wasser senkt, sodass die Mückchen direkt versinken, wenn sie auf die Wasseroberfläche kommen. Ich habe jetzt die Obstfliegenfalle in der Küche aufgestellt und hier kann man dann schon nach wenigen Minuten sehen, dass sich die ersten Obstfliegen darin verirrt haben. So sieht das Ganze nach 3 Minuten aus und wenn man das etwa eine Stunde stehen hat, sind schon eine ganze Menge Obstfliegen drin. Diese Obstfliegenfallen kann man übrigens auch prophylaktisch aufstellen, um die Mücken auch schon beim Entstehen zu bekämpfen. Und ich hoffe, der Tipp gefällt euch und ihr könnt ihn auch anwenden. Tschüss!